Willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir Energie gebraucht und heute bauen wir uns den dazugehörigen Atomkraftkern. Ob das klappt? Ja, mal gucken. Also ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen schlauer. Ja, man mag es gar nicht glauben, aber ich habe mich halt informiert über das, was ich halt zu tun habe. So. Das bedeutet letztendlich, dass wir wahrscheinlich erstmal einen kleinen Atomkraftkern bauen. Weil der große liefert zwar mehr Strom, aber jetzt auch nicht so, dass sich halt der Aufwand derzeit dafür lohnen würde. Zumal der... Es würde sich schon fast mehr lohnen, wenn man zwei von den kleinen Atomkraftkernen baut, als wenn man einen großen macht. Ne? Weil wir haben jetzt nicht unbedingt ein Uranproblem. Wir haben zahlreiche Urandinger, glaube ich, hier auch noch im Testgelände. Wenn ich mich nicht irre. Dass er inzwischen ja auch mal bald mal fertig sein sollte. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Wir waren schon lange nicht mehr hier. Wir können mal gucken, wie weit das denn hier so ist. Ob sich das Ding überhaupt bewegt. Ja, es bewegt sich noch. Das heißt, es hat noch zu arbeiten. Glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Kommt da noch was raus? Ich sehe da jetzt nichts. Wie ist das hier eigentlich so durchlöchert? Ja, ich weiß warum. Okay, also er baut auf jeden Fall noch Stein ab. Ne? Ist also... Ein bisschen was hat er noch zu tun. Oh. Der ist auch schon gut voll hier. Na gut, man könnte es noch weiter komprimieren, ne? Aber... Das geht schon. Mach du mal sowas hier. Hast du was zu tun? So, und du? Boah, das geht alles. Okay. Schön, dass wir hier mal wieder vorbeigekommen sind, einfach nur um nach dem Rechten zu schauen. Schau mal, wie das hier technisch gesehen aussieht. Wir haben auf jeden Fall Uran. Das ist schön. Ist auch immer toll, wenn man Uran hat. Das ist auch Uran. Wir haben Eisen, wir haben Zinn, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen für EC2. Golderz haben wir auch ein bisschen Lapis Lazuli. Ja, es läuft halt. Ne, es läuft nicht davon, es läuft. So. Dann würde ich mal ganz kurz sagen, wir zapfen hier nochmal ein bisschen Gold ab. Gold. Gummi ist das, was wir wollen. Dann muss ich nur ganz kurz gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Hahn haben oder zumindest Holz, damit wir uns einen Hahn herstellen können. Weil ich möchte natürlich halt drüben in unserem Zuhause auch nochmal mit dem Hahn halt ein bisschen rumspielen. Mit dem Hahn Solo. Holz. Holz ist Mangelware. Sehe das schon. Eine Sauerei hier in dem Gebiet. Wo wir die halbe Welt auseinandergenommen haben. Kein Holz. Wirklich so gar kein Holz. Kann mir gar nicht vorstellen. Guck mal, da hätten wir auch noch Bleibachen. Nehmen wir mit. Man weiß ja nie. Sulfur und sowas holen wir vielleicht später nochmal ab. Aber Blei können wir jetzt auf jeden Fall gut gebrauchen. Na, hier haben wir auch noch die Gummizeug. Das hatten wir, glaube ich, drüben auch schon. Oder? Ich weiß es nicht. Das kann sein. Ich weiß es leider nicht. Haben wir kein Holz? Immer nur so einzelne Blöcke? Was ist das für ein Saftladen hier? Ich habe hier alles geplündert. Das ist ja Hammer. Ich habe immer noch keine eigene Axt. Nämlich nur in irgendwelchen Dingern drin. Ich muss hier mal ganz kurz. Ne, mit der guten alten Handkarte. Irgendwie mal durch. Bitte warten. So, einmal. Ich will ja nur, ne, ein Hahn. Und meinetwegen auch zwei. Ist doch nicht so schwer. So. Haben wir drei Holz. Das heißt, wir haben 12 Bretter. Und noch 12 Bretter können wir 2 Hähne machen. Glaube ich. Ja. Ja, irgendwie so. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist halt eine kleine Werkbank hier. So. Also. Das hier. Oh, guck mal, ich krieg sogar 4. Ich brauche nämlich nur 5, nicht 6. Irgendwie hatte ich gerade im Kopf, ich brauche 6. Egal. So. Das heißt, wir machen hier mal ein bisschen was draus.
Ne? Erstmal ein bisschen Gummi, weil wir brauchen jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel Kabel für unser ganzes Zeug. Insbesondere sowieso Glaskabel. Das bedeutet, ich werde gleich viele Diamanten quatschen müssen. Weil wir brauchen dafür Glaskabel leider Diamantenstaub. Oder halt das komische rote Pulver da, was halt aus Redstone und Diamantenstaub da hergestellt wird. Wodurch wir diese roten Energiekristalle halt herstellen. Und ja, dann mal gucken. Das wird schon. Das kriege ich vielleicht hin. Hoffe ich. Mal gucken. Ich bin einfach mal optimistisch und sage, ja, wird schon. So. Einmal wieder zurück ins Industriegebiet. Dann gehen wir da hinten nochmal zum Bäumen hin und holen da auch nochmal ein bisschen Gummi raus. Ja, gibt Gummi und so. Ja. Und das ist halt erstmal so unser Vorhaben. Erstmal Kleinkram, später anderes Zeug. Ja, das ja, haben wir jetzt wirklich erstmal so einen kleinen Crafting-Prozess halt auch vor uns, damit das halt alles funktioniert. Denn wir brauchen nämlich auch nochmal eine hier thermale Zentrifuge gedönstigens des Todes. Brauchen wir. Ich habe vorher immer die ganze Zeit versucht, irgendwie drum rumzukommen, aber wir brauchen es leider. Ja. Das bedeutet, dafür brauchen wir halt auch nochmal ein bisschen Energie, damit das Ding überhaupt läuft. Zumindest am Anfang. Ob das klappt und ob ich das hinkriege. Boah, ne. Mal gucken. Ich glaube, das braucht ja schon relativ viel Energie. Sicher bin ich aber auch nicht. So. Ich glaube, jetzt haben wir es. Erstmal wieder. So, dann kommt das jetzt alles hier in den Kompressor-Extraktor, whatever. Extraktor. Dann kann das immer zu einzelnen Gummidingern verarbeitet werden. Oh, wo ist es? Da. Ne? Damit wir auch hier Eisenkabel auch herstellen können, ist auch halt ein Grund. Dann, wie gesagt, für Glaskabel, die brauche ich so oder so. Da. Da brauche ich nämlich dieses Zeug für. Ich brauche Silber für. Dafür brauche ich Diamantenstaub. Bei Silber muss ich sowieso nochmal gucken, wo ich das habe. Aber Diamanten müssten wir hier irgendwo haben. Da habe ich ja extra Blöcke mitgebracht. Die haben wir, glaube ich, da vorne weiter, ne? Dass wir halt mal, keine Ahnung, so ein Stack oder sowas da in den Maze-Reiter erstmal reinpacken. Ich glaube, das wäre nicht so verkehrt. So. Haben wir gar nicht so viel? Doch, haben wir. Ich habe ja die immer klein gemacht. Stimmt, da war ja was. So. Um hier großartig was weiter herzustellen, brauche ich ja noch die anderen Dinger. Ja, ich erinnere mich. Diese Dinger hier. Mal gut, dass ich davon so viel habe. Nicht. Ich glaube, das waren ja die, wo ich am meisten Mangelware derzeit habe. Und deswegen wollen wir letztendlich halt auch Energie haben. Damit ich erstmal so eine gewisse Produktion von dem ganzen Zeug habe. So. Du kommst da rein. Du freust dich dann Keks. Jo. Das ist Ditte. Dann. Ich habe gesagt, den einen Reaktor bauen wir später da ungefähr hin. Und den anderen wollte ich ungefähr. Ja, ungefähr hier haben. Ungefähr hier bei der Schlucht, ne? Ja. Das wird sowieso nur lustig. Aber gut. Ich will den hier haben. Ah, jetzt so geschlossen. Frage ist halt, wie groß muss es machen? Also wenn ich das Ding tatsächlich irgendwann mal so erweitere, wie es halt am effizientesten ist, braucht der Kern an sich eine 9x9 Fläche. Ja. Das heißt, ist ja toll. Hätte von mir kommen können, so toll ist das.
Das heißt, dieses Quadrat wäre ungefähr das. Nur die Fläche an sich, die wir halt brauchen. Für den Kern. Und das ist ja noch nicht mal richtig. Das ist ja... 9x9, das sieht ja noch ein bisschen anders aus. Da wäre hier noch was weg. Da noch was weg. Und hier noch. Ja, weil dann würden wir nämlich tatsächlich mit Hitze arbeiten und hast du nicht gesehen. Das machen wir ja erstmal nicht, aber für den Falle eines Falles, und dass wir tatsächlich dahin ausarbeiten wollen, machen wir uns natürlich halt schon mal Platz, damit wir das Ding einfach erweitern können. Ne? Ganz kurz hier den See hier trockenlegen. So viel Zeit muss auch sein. Na, ja, jetzt wo es an die Atomkraft rangeht, du, das wird lustig. So, hier das Eis muss weg. Das Eis muss weg, das Eis muss weg. Das hat mich die ganze Zeit hier gestört, ne, dieser kleine Tümpel. So, bitte warten. Ich sehe leider nur noch die Hälfte, weil es ja schon wieder dunkel ist. In Minecraft hasse ich das manchmal so ein bisschen. Sonst bin ich ja ein Freund der Dunkelheit. Und Minecraft, ja. Ja. So. Das soll natürlich von hier aus jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Das bedeutet, wir müssen in die Tiefe. Jetzt gedacht. Okay. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. So. Aber was muss, das muss. Wer schön sein will, muss leiden oder so, oder? Wie war das? Ja, das mit dem Wasser hier nervt mich hier gerade mit am meisten. Aber müssen wir durch. Achso, da ist schon. Sah so aus, als wäre es hier auch so dunkel hier mit von wegen Wasser und Zeug. Aber nö. So, für sowas könnte man auch eine Query beauftragen, aber das wäre ein bisschen ausnutzen von dem ganzen Zeug. Ah, nur so ein bisschen. So, wir machen halt jetzt wirklich halt erstmal nur das Gröbste. Später verfeinern wir das halt alles mit dem, ja, Atomkraftkern-Schornstein, wie man es halt so kennt aus, keine Ahnung was. Hab mir tatsächlich so ein paar Vorlagen angeguckt, von denen wir halt anderen Atomkraftwerk bauen würden. Aber halt auch tatsächlich von realen Atomkraftwerken. Also ich bin nicht bei einem Atomkraftwerk gewesen, aber ich habe halt geguckt, wie halt solche Dinge aussehen. Teilweise sehen sie echt sehr, sehr schlicht aus. Ne? Wie zum Beispiel halt einfach so ein, ja, so ein Minecraft-Block halt. Wo halt ein Schornstein drauf ist. Aber das wollen wir halt gar nicht. Wir wollen das alles ein bisschen anders. Ist jetzt so ein bisschen auch so eine Sache, dass ich jetzt hier mich wieder hochbauen muss. Ich frage mich auch, ob das jetzt hier zu tief ist. Eigentlich schon so ein bisschen. Klar, wir brauchen halt dann auch eine 9er Höhe und sowas. Aber ich hätte halt gerne, dass man später irgendwie so eine Art Tribüne oben hat, wo man halt so ein bisschen auf den Reaktorkern auch runterschauen kann. Alles halt so ein bisschen umhüllt mit Glas und tralala. Ein bisschen aufwendig. Aber das kriegen wir auch hin. Das heißt, wenn das Ding eine 9er Höhe hat, muss es auf jeden Fall 9 tief sein. Dann, keine Ahnung, machen wir 15er Tiefe. Ungefähr. 14, 15. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, und dann kann ich schon nicht mehr zählen. 5. Das ist nämlich doof. Das ist wahrscheinlich halt auch zu tief. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, doch, geht.
Geht. Dann machen wir es tatsächlich auf die Tiefe. Es kam mir nämlich ein bisschen tief vor.